Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar zu einem weiteren Market Watch. Und ja, mit von der Partie natürlich auch wieder der Dennis. Ja, moin an dich. So sieht's aus. Ich bin wieder mit am Start. Ich freue mich extremst und freut mich vor allen Dingen, dass ich wieder mit am Start sein darf. Was geht, Julio? Ja, freut mich auch, dass du dabei bist und ihr könnt euch gerade nicht vorstellen, was wir hier für technische Schwierigkeiten hatten. So, wir haben uns, glaube ich, getroffen um 19 Uhr. 19 Uhr. Wir haben 19:53 Uhr, wir starten mit der Aufnahme, weil Discord scheiße ist. Um es wirklich mal so zu sagen. Also wirklich, das hat nicht funktioniert. Und es lag wirklich an Discord. Wir haben es jetzt am Ende rausgefunden und machen das jetzt über, wie heißt das Ding? Meet. Google Meet, glaube ich, nennt sich das Genau. Ganze. Aber sei es drum, wir wollen uns heute natürlich nochmal den Markt anschauen, denn die OCG-Bandist, die hatte tatsächlich mehr Impact bei uns aus TCG, als wir zunächst dachten, denn zumindest die Preise von einigen Karten haben sich dadurch ganz schön verändert. Und genau, die wollen wir uns heute mal anschauen, aber gleichzeitig natürlich auch nochmal mit so einem kleinen Blick auch auf andere Kärtchen, die noch nebenbei so ein bisschen steigen. Gibt ja immer so kleine Mini-Hypes, Mini-Buyouts, ist ja immer mit von der Partie. Und ja, habe ich irgendwas vergessen, Dennis? Nee, Vollgas, lass uns direkt reingehen. Gut, checkt auf jeden Fall. Dennis Up ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und unbedingt hier noch den Abo-Button hämmern, denn es fehlen jetzt noch knapp 180 Abos zu den 14.000. Das heißt, Endspurt ist wirklich nicht mehr viel und wir haben den 15. Dezember, also es wird knapp 15 Tage, 2 Wochen. Ist auf jeden Fall drin. Ich denke, das schaffen wir. Und ja, Däumchen nach oben sowieso und eure Meinung zu den heutigen genannten Karten auch. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und ja, Dennis, wir gehen rein und schauen uns die heutigen Karten an. Los geht's. So, da wären wir dann direkt auch auf Card Market und direkt auch mit der ersten Karte für heute, denn das ist Visa Starfrost oder Starfrost oder wie man sie auch am Ende immer aussprechen mag. Ich weiß, ich habe es wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen. Dennis, was sagst du zum Preis der Karte und vor allem auch, warum steigt diese Karte gerade? Ich meine, ein bisschen wissen wir es natürlich. Ja, der gute Visa ist natürlich der neue Gefallene von Albers. Früher oder später wird er ihn tatsächlich auch, ich sag mal, in seiner Wichtigkeit ablösen. Und so langsam sieht's danach aus. Konami hat nämlich neues Deckthema angekündigt. Irgendwas Mandalorians. Synchro-basierte Strategie, wo halt unter anderem auch der Visas Starforce eine zentrale Rolle spielt. Und genau aus dem Grund, seht ihr auch im Graphen, steigt das Ding gerade auch schon wieder, weil, ja, Reprint gerade vorherzusagen ist ein bisschen schwierig. In der Regel nicht vor der nächsten hin, aber Konami macht in letzter Zeit die verrücktesten Dinge. Das heißt, alles kann passieren. Und aktuell das erste Playset bei 16 Euro die Kopie. Ist auf jeden Fall richtig teuer geworden, ne? Ich meine auch, es gibt auch noch ein neues Gerglor-Monster, wo die Karte auch fester Bestandteil ist, glaube ich, ne? Richtig, Neues ja. Fusionsmonster. Also das Genau. ist halt wirklich der neue Aluba 2.0. Ist auf jeden Fall spannend, was da im nächsten Jahr alles so möglich ist, weil man darf nicht vergessen, der Gute hier ist ein Lichtmonster, ne? Also vielleicht auch, man weiß es nicht, vielleicht sogar irgendwann mit Despia mal kombinierbar, weil Lichtmonster. Gleichzeitig noch ein Tuner, auf jeden Fall eine Karte mit viel Potenzial. Baroness Blaze gibt es ja in der heutigen Zeit auch schon. Und aktuell halt nur ein Print. Aber was man auch sagen muss, nächstes Jahr Reprint schon wahrscheinlich, ne? Ja, definitiv. Also spätestens zu Tin sollte da was kommen. Oder Konami kommt mit einem verrückten Structure Deck um die Ecke, wer weiß, alles möglich. Aber zumindest wissen wir, dass bis März voraussichtlich kein Reprint erscheinen wird. Und der Preisanstieg ist auf jeden Fall garantiert, ja. Ja, stimmt. Structure Deck. Wie heißt es dann? Structure Deck ist Starfrost Ja, der Konami ist ja immer ganz kreativ, was die Namensgebung angeht. Wahrscheinlich wird es genauso heißen. Strike. Ja, sehr, sehr gut. Wir machen weiter mit den antiken Feendrachen. Und zwar ist das die erste Karte, wo wir eben schon ein bisschen angeteasert haben, wo man einfach mal drüber sprechen muss, bandestechnisch. Denn die Karte ist im OCG zurück auf 1 gekommen und hat einen Errata bekommen. Das lässt natürlich darauf deuten, dass das bei uns dann auch so passiert, denn wenn eine Karte ein Erratum bekommt, dann heißt das in der Regel, die Karte ist wieder fair und die darf wieder gespielt werden. Ob das dann wirklich so ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist zumindest ein großes Indiz dafür, dass diese Karte bei uns bald wieder zurückkommt. Aber es ist gleichzeitig auch natürlich ein Indiz dafür, dass die Karte auf jeden Fall einen Reprint bekommen wird, denn wenn die einen neuen Text hat, dann kriegt die selbstverständlich auch nochmal einen Print, wo dieser neue Text draufsteht. Das war bei allen anderen Erratas in der Vergangenheit auch immer so. Deswegen würde ich momentan sagen, kauf den nicht. Keine Kaufempfehlung, der ist jetzt auch nicht super teuer. Ich meine, klar, man kann natürlich auch sagen, hey, ich hole mir den ran, weil ich keinen Bock habe, auf den Reprint zu warten. Machst du auch nichts falsch mit, dann kannst du die Karte zumindest direkt spielen, wenn sie wieder zurück von der Liste kommt. Aber empfehlen würde ich es nicht, weil die wird zu 100% irgendwann im nächsten Jahr in irgendeinem Set einen Reprint bekommen, wahrscheinlich kurz nachdem die Karte wieder erlaubt ist, oder? Genauso, genauso und nicht anders. Klar, wenn ihr das schon mal vorab testen wollt mit eurem Deck, so
gönnt euch meinen 50 Cent, 1 Euro, das ist ja alles kein Geld. Ja. Aber ansonsten ist das keine Karte, in die ich großartig rein investieren würde, weil entweder gibt es dann den Reprint im OTS-Pack mit der aktuellsten Errata oder dann in irgendwie sowas wie hier, wie hieß es? Memories of Maze im März. Maze of Memories, ja. Maze of Memories, so rum, ja. Kann, also Reprint ist auf jeden Fall, ich gucke in die Glaskugel und die Glaskugel sagt, Reprint kommt. Ja, so ein OTS kommen, da sehe ich die. Das haut ganz gut hin, da hast du schon recht, also da könnte ich mir das auch gut vorstellen. Dann haben wir die nächste Karte, ultimativer Schlechter, Ultimate Slayer tatsächlich, und ihr seht es am Preisgraf, die Karte ist aktuell so ein bisschen am Steigen, was für mich auf jeden Fall mehrere Gründe hat. Erstens, Leute spekulieren natürlich, dass im nächsten Jahr ein großer Wipe an Decks kommt, das heißt, dass vielleicht die aktuellen Metadecks rausrotieren und sobald ein Sprite 11 nicht mehr im Metagame drinne wäre, wäre das natürlich sofort eine interessante Karte. Aber solange die halt noch sagt, dass die Monster targetet, ne, ist natürlich, klar, brauchen wir nicht drüber sprechen, für den Moment nicht so gut. Aber das erste Playset für 22,90 €, muss ich sagen, finde ich immer noch sehr günstig. Ich weiß, das ist so vielleicht Crossout Designator 2.0, ist die größte Flop-Karte des Jahres 2022 wahrscheinlich. Aber jetzt werdet ihr mich wieder, ja, ich weiß, ich lese es doch jetzt schon wieder, ne? Crossout, genau das Gleiche. Die hat bis heute kein Play gesehen, ich weiß, ne? Aber die Karte hat trotzdem Riesenpotenzial, deswegen sage ich am besten gar nichts mehr dazu jetzt. Die ist trotzdem gut, ich finde, die liest sich auch gut, aber also man macht, finde ich, eigentlich nichts falsch, wenn man sie jetzt kaufen würde. Weil wenn sie halt mal ein Play sieht, dann ist die arschteuer. Ja, und das ist an sich ja auch eine sehr, sehr geile Karte. Das Problem ist tatsächlich immer nur daran, die Extra-Decks sind aktuell so vollgepackt, dass du echt Schwierigkeiten hast, dann auch noch Slots für Targets für Ultimate Slayer zu finden. Und ich glaube, das ist das Einzige, was die Karte noch so richtig dran hindert, durchzustarten. Ja. Weil ansonsten muss man halt sagen, also ich sehe die so oft in zum Beispiel Flu-Listen oder andere Control-Decks, die halt aufs Extra-Decks nicht angewiesen sind. Das ist einfach Going Second eine wirklich starke Karte, die dir unfassbar viel Advantage verschafft. Und ja, also ich meine, es ist ein stabiler Secret Rare-Preis. So, das finde ich einen fairen Preis für eine Secret Rare. Absolut. Für eine Hauptset Secret Rare, vor allem ne, Power of Elements, sehr, sehr gutes Set. Genau. Deswegen ja. Ne, überlegt es euch, falls sie gespielt werden wird, definitiv 40 €. Falls sie nicht gespielt wird, naja, wahrscheinlich 15 €. Ne? Also so viel ist das dann auch nicht an Wertverlust, aber muss man sich halt überlegen. Und dann haben wir dazu uns gedacht, wir zeigen euch nochmal ein kurzes Target, was vielleicht für das nächste Jahr nochmal interessanter werden kann. Und zwar ist das der Meriologische Sammler. So, damit wir den Namen dann auch gelernt haben. Da hatten wir nämlich im Vorlauf ein bisschen Probleme. der ist quasi nochmal zusätzlich so eine Effekt-Wailer durch einen Effekt quasi, wenn ihr in den Friedhof schickt. Ist natürlich für den Moment genauso uninteressant wie Ultimate Slayer, aber kann sich natürlich, wie gesagt, ändern. Und deswegen kann die Karte auch noch mal interessanter werden. Man muss aber auch dazu sagen, der wird jetzt nicht teuer. Das ist jetzt einfach nur mal so ein kleiner Tipp, weil ihr seht es, es sind 7.100 Artikel auf dem Markt. Das heißt, das wird jetzt keine 6-7 € Karte, ne? Also vielleicht maximal 50 Cent, oder? Ja, maximal, genau, ja, richtig. Ja. Aber es ist halt auch ein gutes Target, wenn man auch in die Zukunft blicken möchte. Kashtira, wo jede Menge Xyz-Monster auf dem Spielfeld liegen, dann willst du natürlich auch mit Ultimate Slayer ein Xyz-Monster in den Friedhof jagen. Ja. On top gibt es dann nochmal den Negate durch den Meriologischen Sammler. Das ist schon ganz gut. Also das Target ist auf jeden Fall eins, was, wenn ihr Ultimate Slayer spielt im zukünftigen Format, dann ist das auf jeden Fall ein Target, was ihr euch ranholen sollt. Absolut, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und dann springen wir zur flammenden Cartesia. Und Dennis, ja, wir beide sind ja Despia-Liebhaber. Und im nächsten Jahr kommt ja in Photon Hypernova, ist das glaube ich, oder? Heißt das so? Doch. Genau. Ja. Nee, heißt das wirklich Photon Hypernova? Oder verwechsel ich das mit dem Set? Warte mal. Nee, Hyper irgendwas. Photon Hypernova, ist richtig. Okay, ich bin schon wieder so drin in diesen ganzen Set-Wahn. Ich schmeiß schon wieder alles durcheinander an Sets, weil ich kann mir einfach keine Namen merken. Ich glaube, das wisst ihr mittlerweile alle, aber Namen und ich, das wird in diesem Leben nichts mehr. Aber gut, dass ich mir die Effekte noch merken kann. Auf jeden Fall, die Flamme der Cartesia bekommt in diesen Photon Hypernova sehr, sehr guten Support und hat auf jeden Fall eventuell dadurch wieder Potenzial, ein Top-Tier-Deck zu werden. Ob das am Ende reicht, ist schwierig vorherzusehen, weil wir wissen natürlich nicht zum Stand, wo das Ganze erscheint, wie sieht unser Metagame aus, wie präsent ist Tier-Element, wie viel Bisted wird noch gespielt, weil das sind, finde ich, alles Faktoren, die davon abhängen, wie gut das Deck am Ende sein wird. Und absolut, ja. Was natürlich auch, was man sagen muss, selbst wenn das Deck ein richtig gutes Deck wird,
es gibt die Büste ja trotzdem noch. Aber wenn ein Magnamut zum Beispiel zu dem Zeitpunkt auf 1 schon ist, sieht es auch anders aus. Also das hängt von einigen Faktoren noch ab. Die Karte momentan sehr, sehr günstig, weil man braucht in der Regel 1 bis 2 Kopien. Ich würde sagen eher 2. Man kriegt hier 2 Stück für 17 Euro. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Preis, weil viel günstiger, glaube ich, wird sie nicht werden. Denn im Februar wird die halt fester Bestandteil des Decks sein, weil sie dann auf bestimmten Karten eben gelistet ist. Das heißt, ihr kommt nicht drum herum. Und das ist dann wieder so der typische Move. Oh Mist, habe ich vergessen zu kaufen. Schwupps, kostet die 30 Euro. Das haben wir das letzte Mal schon mal thematisiert. Deswegen, Dennis, was hast du zur Cartesia? Genau, aktuell ist sie im Despair-Deck, ich sag mal, zu vernachlässigen. Sie kommt immer wieder mal ganz gut, aber zu vernachlässigen. Aber wie du schon gesagt hast, mit dem neuen Fusionsmonster, welches auch die Blazing Cartesia als Material benötigt, habt ihr ein richtiges Ziel für sie im, im Extra-Deck. Und tatsächlich ein extremes Powerhouse. Von daher, so wie du schon gesagt hast, 2 Kopien wird man dann in Zukunft im Main-Deck spielen. Unabhängig davon, ob die Bestials oder die ganzen Ishizu-Monster durch die Gegend rennen, es ist und bleibt tatsächlich ein sehr, sehr starkes und konstantes Deck, was euch auf jeden Fall auch in Zukunft Spaß machen wird. Ob es Tier 1 wird, ne? Alle Gründe, die Julio gerade aufgezählt hat, so sind auf jeden Fall zu berücksichtigen. Aber ansonsten, ich finde es jetzt noch einen guten, die wird steigen. Also die wird halt zwangsläufig steigen. Ist so. Dann haben wir auf jeden Fall, beziehungsweise ich will nur mal kurz gucken, bevor wir jetzt direkt weiterspringen. Also ihr seht hier, generell sind bei der Cartesia 1099 Artikel gelistet. Ne? Also das ist schon noch ein bisschen. Also man muss jetzt auch keine Panikkäufe machen, aber man sollte sie zumindest mal im Auge haben. So, und dann springen wir rüber zum Sprite Blau, also Sprite Blau. Ich neige immer dazu Sprit oder Sprite, ne? Das ist einfach so drinne, wenn im Bekanntenkreis auch. Deswegen, ja, günstigster Preis der Karte ever, glaube ich, oder? 34 Euro fürs Playset liegt natürlich daran, erstens, das Deck ist nicht mehr so gut. Also es toppt natürlich immer noch konstant, aber wir haben immer noch ein Tier-0-Format. Und im nächsten Jahr wartet natürlich irgendwie auch eine Banlist. Davon gehen zumindest alle aus, eine etwas größere vielleicht. Und das kann natürlich auch ein Deck sein, was davon betroffen ist. Also ziemlich wahrscheinlich wird der Sprite 11 da irgendwie angefasst werden irgendwann mal. Und das tut natürlich dem Deck auch weh. Deswegen, glaube ich, brauchen wir jetzt hier nicht groß mehr zu sagen. Der Preis ist halt aufgrund dieser Tatsache, dass viele Leute Angst haben, ne? Ja, das glaube ich auch. Ja, deswegen. Und das Gleiche gilt eben auch für den Urplanet Pellerino. Und das ist ziemlich krass. Das ist wirklich das Krasseste so von den Preisdrops der letzten Wochen, Monate vielleicht heftig sogar. Ja. Also so günstig habe ich die selbst zu Release nicht gesehen. Also selbst im Vorverkauf war die, glaube ich, bei 40. Und zur Release war sie dann bei 45. Und jetzt ist sie, das ist, glaube ich, der günstigste Pellerino, die wir je hatten. Erste Playset hier für 36 Euro. Also da scheißt ihr euch aber echt gut ein, muss ich sagen, an die Tierspieler. Also da haben sie richtig, richtig Angst, müssen die haben, oder? Ja, absolut. Also ich meine, die Karte war ja zwischenzeitlich bei an die 100 Euro das Stück. Das ist schon echt heftig. Und klar, es ist, wenn Tier-Elements direkt also ne, ich sag mal, das Tier-Elements-Deck-Thema, ich rede nicht über die Ishizu-Karten, wenn Tier-Elements angefasst werden wird, dann ist das eine der Karten, die definitiv auf, also semi-limitiert oder sogar limitiert wird. Ja. Und deswegen ist da, die Angst ist berechtigt, aber ich glaube, vom Gefühl her noch ein bisschen zu früh. Ich komme natürlich drauf an, wann man mit einer Banlist rechnet, aber ich glaube, dass ihr zumindest noch den ganzen Januar bis wahrscheinlich Ende Februar das Deck noch in Full Power spielen könnt. Deswegen finde ich es ein bisschen voreilig, weil 36 Euro ist so günstig, ey. Ja, das ist schon krass. Ich meine, dass OCG TCG öfters mal beeinflusst, ist jetzt nichts Neues, das kommt immer mal vor. Ja. Aber so extrem habe ich es bei einer Money-Karte, glaube ich, noch nie erlebt. Also das finde ich heftig. Ja, das ist sehr extrem. Und dann haben wir die Karte verzaubert. So, und dann haben wir, pass auf, vorhin im Vorlauf, wir haben kurz über die Karte gesprochen, habe ich gesagt, GG, gut und günstig. Und da hat Dennis gesagt, ich soll meine Künste nutzen und das nochmal sagen. Deswegen, das musste ich jetzt hier aber runterbringen. Und genau das, mehr braucht man zu der Karte auch nicht sagen. Die Karte ist an sich eine super gute Karte. Momentan sieht sie auch noch nicht das Play. Kann auch eine Karte sein, die wirklich noch einige Jahre braucht. Kann wirklich bei der Karte gut passieren, kann ich mir vorstellen. Aber generell ist es trotzdem eine Karte mit Potenzial. Und momentan das erste Playset 6 Euro knapp. Ne? Also ist für das, was sie macht. Und dafür, dass es eine Hauptset Secret Rare aus Darkwing Blast ist, super günstig, weil man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Karte scheiße ist. Die ist halt okay und die braucht, denke ich, auch ihr Format, aber die ist weit weg davon, dass man sagen kann, die ist schlecht. Absolut richtig. Ja, die braucht definitiv ihr Format, weil aktuell ist ja, passiert mehr im Friedhof als auf dem Spielfeld. Deswegen,
schwächelt die Karte gerade aktuell. Aber zum Beispiel Nivska, Shoutouts gehen raus an dieser Stelle, der probiert die auch immer wieder in seinen Streams und in seinen Locals aus, einfach nur mal zu gucken, zeige ich die rein, macht die was, macht die nix, und das finde ich tatsächlich einen coolen Ansatz und vor allen Dingen auch, ich sag mal, für den Preis, also ist echt überschaubar, aber haben wir das erste Playset bei 6,80 Euro die Kopie, das ist kann man auf jeden Fall mal machen. Weil wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich jetzt so aus der Sicht eines Spielers, der nicht Kashtira spielen möchte, wenn ihr selber die Karte Going First reinboardet und Kashtira Going Second geht, was das Deck sowieso nicht so gut kann, was machen die noch, wenn ihr XE callt? Beziehungsweise, was heißt, ihr müsst es ja nicht callen, sondern es kann ja sowieso nicht mehr benutzt werden. Was machen die ja, dann noch? Aber da kannst du gleichzeitig halt auch die Barrier spielen. Es ist halt genau das Gleiche und die macht es halt trotzdem besser, ne? Ja, das stimmt, ja. Deswegen ist schwierig, ist wirklich schwierig mit Spellbound, aber könnt ihr gerne mal die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Dann Dennis, Schreckenslauer, bitte, ich spreche es nicht aus. Reichardt. genau, wir sind weiterhin im Visa Starfrost Lore unterwegs. Und Schreckensklaue, wie es zu Deutsch heißt, bekommt auch nächstes Jahr neuen Support. Und es gibt natürlich den ein oder anderen hier bei uns in der Community, der Schreckensklaue abgöttisch liebt. Shoutouts an dieser Stelle raus an Ehren. Ich finde es einen stabilen Preis für ein Deck, was, glaube ich, mehr kann, als man ihm zutraut. Ja. Ich glaube, das ist das Format, was es gerade unfassbar schwierig macht, mit dem Deck irgendwie, ich sag mal, an den Top-Tables irgendwie sich zu behaupten. Aber ich meine, für eine Ultra-Rare, die ihr safe auf 3 in eurem Main-Deck spielt, finde ich einen absolut fairen Preis. Stimmt, wobei man aber hier erstes Playset ist bei 4,80 Euro. Ne? Also das ist schon auch, fängt an, ein bisschen teurer zu werden. Also seht ihr auch am Graph, der bewegt sich. Der ist auf jeden Fall konstant auf einer Linie, aber der geht gerade so einen ganz kleinen Mühe nach oben. Ne? Also das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ja, wenn ich mich da aber an so Karten wie, ich sag mal, Virtual World Lulu erinnere, die dann 20 Euro dafür ging. Ja, das stimmt. Ne, wo du dann halt sagst, für eine Ultra Rare und die muss ich auf 3 spielen, oh, 60 Euro flöten gegangen. Da ist der noch, ich sag mal, in einem fairen Segment. Ja, aktuell zumindest noch. Also Kashtira-Spieler lachen drüber. Das stimmt. Seht ihr, da kosten die Ultra Rares, ja, eure Searcher, eure Main Monster. Der Fenrir wahrscheinlich immer noch bei 60 und Einhorn bei 20 plus. Also, ja. Da kriegt ihr ein ganzes Schreckensklaue-Deck für. Ja, das stimmt. Ja. Gut, wir machen weiter mit Himmelsjäger, Luftraum, 0 Koordinate. Wir wissen, es gibt einen neuen Skystriker-Support, der angekündigt ist, und es ist eine der wenigen Karten, die nur ein Reprint bekommen hat. Also über Afterburner haben wir neulich schon gesprochen, über den möchte ich jetzt heute nicht nochmal sprechen. Aber die 0 Koordinate hat nur diesen einen einzigen Reprint aus der Megaten 2019. Ist tatsächlich natürlich auch schon wieder ein bisschen länger her. Und ihr seht, ist auch ein stolzer Preis. Meistens spielt man die Karte in Striker sowieso nur noch auf 1, ne? Das heißt, eine Kopie reicht hier in der Regel. Aber wenn man sich da mal das Playset anschaut, 2,70 Euro für eine Common, ihr wisst, das ist genau meins. Gefällt mir gut, aber sollte man zumindest auf dem Schirm haben. Denn ist aber auch klar, hat der Dennis, glaube ich, neulich schon mal erklärt, ist es das beste Beispiel wie immer. Wenn alle Karten gereprintet werden und 2 Stück vergessen werden, natürlich steigen die dann an, weil die haben tendenziell weniger Prints und weniger Kopien auf dem Markt. Denn hier 248 verfügbare Artikel für eine Common aus der Megatin ist halt wirklich echt richtig wenig, finde ich. Ne? Ja, definitiv. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, glaube ich. Nee, lass uns direkt in die nächste Karte springen. Saryuya oder Saryua. Ich weiß nicht, wie spricht man ihn aus? Also, ich würde Saryuya sagen, aber wahrscheinlich ist es Saryuja. Ja. Keine Ahnung. Schreibt es mal in die Kommentare, da könnt ihr gar nicht. Weiß ich nicht. Schickt mir eine Voicemail. Genau, schickt uns über eine Voicemail irgendwo, Instagram, ballert uns zu, wie man den ausspricht. ist auch vollkommen egal, ist eine gute Karte, seitdem sie rausgekommen ist, hat dann nur einige Zeit lang keinen Play mehr gesehen, weil das passende Deck eben nicht da war. Und jetzt mit Dark World ist es halt wieder da, ne? Genau, und der Preisgraf sagt natürlich alles über die Entwicklung aus. Danger Dark World, auf jeden Fall ein sehr, sehr beliebtes Deckthema, auch wenn Tops aktuell ausstehen, aber ich glaube, dass es extrem viele Spieler da draußen gibt, die sich das Structure Deck dreimal rangeholt haben, weil es noch eine Liebe zu einem alten Format ist und eine Liebe auch zu einem alten Deckthema. Und das Deck, glaube ich, gerade zu Hause am Küchentisch rauf und runter grinden. Also damit ist auch auf jeden Fall der Preisanstieg zu erklären. Definitiv. Aber wird jetzt auch nicht super teuer, ne? Wobei, die spielen ihn nicht auf 1. Die spielen ihn auf 2. Auf 2 spielen die den, glaube ich.
Okay, naja, also dann vielleicht, also ne, wird jetzt trotzdem nicht mega teuer, aber hat schon noch auf jeden Fall Potenzial, ein bisschen zu steigen, vor allem wenn das Deck noch besser wird. Also für den Ja, Moment definitiv. eher nicht, aber ihr seht es selber am Graph und vor allem ist das auch insgesamt, ich will mal gerade gucken, hat die zwei Original-Set-Prints, also was heißt Original-Set, also einmal Tin, ne, einmal Exo, also zweimal Secret und einmal hier den Dual Devastator-Print und daher eben auch der Preis. Gut, machen wir weiter mit den Access Code Talker. Was sagst du zum Preis von dem? Wie stehst du dazu? Extrem Ne? geiler Preis. Also wirklich. Also für 27,50 einen Access Code Talker zu bekommen, das gab es zuletzt im Vorverkauf, glaube ich. Bevor der dann skyrocketed ist. Nachdem damals Simo sein Video gedroppt hat. Ja, 27,50. Also ich bitte euch. Klar, im aktuellen Metagame keine Karte, die man unbedingt spielen möchte, weil dann im Friedhof noch viel, also die Karten, die ihr poppt, die machen im Friedhof mehr als auf dem Feld. Aber ich meine, nicht jeder spielt die aktuelle Meta. Da gibt es ja unendlich viele Spieler da draußen, die weit weg von Tier Ishizu oder Sprite unterwegs sind. Und ich glaube, für all diejenigen ist der Access Code Talker ein echt gutes Boss-Monster fürs Extra-Deck. Und für den Preis als One-Off, finde ich, kann man sich den schon ruhig nochmal gönnen. Vor allen Dingen sehen auch die Secret Rares aus der Battles of Legend-Reihe extrem geil aus. Das stimmt. Gefällt mir auch sehr gut. Aber ich finde, hier sehen wir so einen richtigen Trend gerade. So, wir hatten Sariuja, wir haben Access Code und machen jetzt direkt weiter mit Appaloosa. Denn der Trend geht so aktuell so ein bisschen weg von diesen ganzen Power-Link-Monstern, gell? Die sind gar nicht mehr so wichtig, wenn ich das mal so Revue passieren lasse. Klar, Sprite spielt noch so IP, kommen wir gleich noch zu. Aber Appaloosa, Access Code, Ja. ne? Ist momentan echt schwierig, muss ich sagen. Aber die steigen halt trotzdem. Also, ihr seht es hier an der Appaloosa zum Beispiel aus Magnificent Mavens, die ist noch nicht so lange wieder draußen. Und egal, wie oft man die aktuell reprintet, die ist nicht wirklich richtig günstig. Ich meine, 6 Euro sind jetzt weit weg davon von ihrem damaligen Preis von diesen 70, 80 Euro. Aber ich finde 6 Euro dafür, dass die Karte mittlerweile einige Reprints bekommen hat, wirklich immer noch sehr stabil. Ich meine, der Preisgraph ist gerade wieder so ein bisschen nach unten gehen. Der war zeitweise noch höher, ne? Aber falls ihr noch keine Appaloosa habt, immer noch ein guter Moment zuzuschlagen, weil langfristig sehe ich die auch wieder bei plus 10 Euro. Definitiv. Also das ist ja auch damals mit der Appaloosa im selben Artwork in Goldrare passiert. Ja. Die war zum Release für 6 Euro unterwegs, dann war sie relativ, ich sag mal, zügig wieder irgendwie bei 12, 13 und zuletzt, bevor der Reprint in Magnificent Mavens kam, war die Karte bei 20 Euro plus. Also ist ja egal in welchem Format, eigentlich immer eine Karte, die man spielen kann. Ja. Manchmal geben es die Decks nicht her. Aber deswegen auschecken. Definitiv. Und das gleiche gilt eben für die IP Mascarena. In dem Fall die Gold-Version aus Maximum Gold Eldorado. Sind nur noch 419 verfügbare Artikel, ist nicht viel. Und dass IP Mascarena immer wieder die Chance hat, in Formaten zu comebacken, halte ich für deutlich wahrscheinlicher als bei den anderen Link-Monster, die wir eben genannt Ja. haben. Weil man hier eben nur zwei Monster aufs Feld klatschen muss, die nicht Link-Monster sind. Und damit habt ihr immer einen Genau. sehr, einen relativ generischen, guten Interrupt. Deswegen absoluter Link-Staple. Und deswegen ist die auch so teuer, wie sie aktuell immer noch ist. 11 Euro. Immer noch ein stolzer Preis. Eigentlich schon fast 12, ne? Ja, definitiv und auf jeden Fall ansteigend. Ja, guter Staple, lass uns zum nächsten Table springen. So ist es. Und zwar deiner Lieblingskarte, bitte. Talent der drei Taktiken. Auf dem Vormarsch die Karte schon wieder. Guckt euch das mal an, was der Preisgraf da macht. Und das sehen wir auch am Preis. Also ich glaube, zum Release von Magnificent Mavens gab es die irgendwie so für, sag mal, knapp über 10 Euro, glaube ich, so 10, 11 Euro. Ja. Und jetzt sind wir schon wieder in Richtung, das erste Playset, 14,89 die Kopie. Das sind die englischen und die deutschen bei 14,99 die Kopie im Playset. Und der Aufwärtstrend ist ganz klar zu erkennen. Vor allen Dingen, ich sag mal, ne, in eurer Mainphase passiert auf der gegnerischen Spielfeldseite mehr als bei euch. Und da ist Talent der drei Taktik natürlich eine sehr wichtige Karte. Aber vor allen Dingen, wenn das, darum müsst ihr halt auch mal denken. Aktuell spielen wir natürlich viele Boardbreaker. Wenn das Format sich wieder verändert und es wieder mehr Handtraps auch in die Maindecks schaffen, dann wird Triple Tactic Standard natürlich noch mal ein Stück wichtiger, als die Karte jetzt eh schon ist. Und selbst ich würde aktuell, selbst in Despia, als Beispiel, ich würde Talent der drei Taktiken zum Beispiel über Super Poly spielen, wo man sagt, boah, Super Poly, krass, krass, Boardbreaker, krasse Karte. Ja, aber irgendwie gerade nicht so richtig, wenn man sich die Endboards anguckt. Und deswegen spiele ich aktuell auch eher Talent der drei Taktiken über eine Karte wie Super Poly. Ja, kann man durchaus so vertreten. Aber ich finde auch noch einen Aspekt, den man hier erwähnen sollte. Die Karte hat dieses Jahr, glaube ich, zwei Reprints bekommen oder einen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Ich schau mal ganz kurz. Ich glaube, zwei in Mama und dann in der Tin. Klar, als genau. Prismatic. Genau. Ja, genau. Ist, nee, in der, war das? Prismatic? Nee, Ultra. Das auch war Ultra, Ultra, sorry. So, die hat dieses Jahr zwei Prints bekommen. Ist aber trotzdem immer noch relativ teuer. Und ich finde auch sehr wahrscheinlich, dass diese Karte nächstes Jahr keine Reprint mehr bekommt. Denn die hat dieses Jahr zwei Stück bekommen. Ja. Also, wenn sie nächstes Jahr einen bekommt, dann in Common oder Super Rare. Aber ansonsten keine andere Rarität möglich für mich. Aber eher ausgeschlossen, finde ich. Also ich finde es unwahrscheinlich, dass sie noch einen Print nächstes Jahr bekommt. Vielleicht übernächstes Jahr wieder. Ja, genau. Übernächstes kann ich mir auch vorstellen. Dann in irgendwie sowas Ghost from the Past-mäßiges. Ja, oder Structure Decks sogar. Oh ja, das wäre krass. Boah, so eine Super Rare Triple Tactic Talents aus dem Structure Deck wäre schon sehr nett, ja. Übernächstes Jahr durchaus möglich. Nächstes Jahr glaube ich noch nicht, aber naja. Nee, glaube ich auch nicht. Schauen wir mal weiter. Und zwar haben wir die Aschentüte und Freudiger Frühling. Muss ich sagen, ist natürlich immer noch für eine Common ein stolzer Preis, aber es ist für die Ash ein aktuell sehr, sehr günstiger Preis. Wir sind bei 4,74 Euro, was für die Ash eigentlich immer noch ein sehr, sehr solider Preis ist. Die Karte ist natürlich momentan nicht die Creme de la Creme, aber sie ist auch nicht richtig schlecht. Es ist immer noch eine solide Karte, die man spielen kann, die eigentlich auch hier nur wieder auf ihr Format wartet. Es gibt genug Formate, wo Ash einfach alleine regelt, siehe Despia-Format. Falls ihr noch keine habt und jetzt gerade vielleicht neu mit Yu-Gi-Oh! Einsteigt, ist das ein guter Zeitpunkt, jetzt zu sagen, ey, das Playset für 15 Euro, das hole ich mir, ist Weihnachten, lasst es euch schenken, vielleicht umso besser. Deswegen, Ash einfach nochmal hier für die Vollständigkeit und dann Dennis, für dich der gute Therion-König Regulus. Ja, eine Karte, mit der ich mich nie so richtig anfreunden konnte, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe auch kein Deck, in dem ich den gut integrieren kann. Ein Kumpel von mir, der spielt den rauf und runter, klatscht den überall rein, wo er nur rein kann. Und der steigt aktuell vom Preis. Also ich weiß nicht, ob das nur an A Clockwork Knight, also der Karte, die jetzt in Battles of Legends rauskam, ob das nur damit zusammenhängt. Also schreibt's gerne in die Kommentare, weil so richtig sehe ich die Karte gerade in keinem der aktuellen Decks. Oder keinem der relevanten aktuellen Decks. Deswegen, also würde mich auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren interessieren, weil ich, also kann nicht sein, dass Clockwork Knight bewirkt, dass die Karte hier jetzt schon wieder irgendwie 5, 6 Euro in die Höhe geschossen ist. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Es gibt nur einen Grund, wo ich es mir ausmalen könnte, denn dadurch, dass der Ancient Fairy Dragon wieder zurück ist im OCG, ist ja auch ABC wieder besser, weil es die Kombos wieder gibt. So, ABC, Maschine, ne, mit Therions. Ja, vielleicht kann das ein Grund dafür sein, dass man deswegen sich gesagt hat, ey, falls es so kommt, habe ich Bock auf ABC, dann hole ich mir dreimal Regulus ran, weil an sich ist die natürlich eine sehr, sehr gute Negation-Karte für sämtliche Maschinendecks und ist das, oder was das angeht, auch sehr generisch geschrieben, das muss man einfach mal sagen. Könnte ich mir als einzigen Grund vorstellen, aber alles andere weiß ich nicht, sehe ich genauso wie du. Aber das ist das Einzige, was ich mir so vorstellen könnte. Ja, weiter. Leider, als nächstes haben wir hier die gesegneten oder das gesegnete Schwert der sieben Sterne. Wir wollten euch eigentlich nur mal zeigen, was ihr schon wieder angestellt habt. Ja. Nachdem wir, also wir haben gesagt, ihr könnt euch die kaufen, keine Frage, aber nicht leer kaufen. So war das auch nicht gemeint. das ist jetzt bei 2,80 Euro. Das letzte Mal war die bei 80, 70 Cent, glaube ich, wo wir die... Ja, ne? Ja, so in den Dreh. Ja, also ist halt eine Option in dem Deck, aber kein Muss. Das muss man auch noch mal sagen. Deswegen überlegt es euch zweimal. Die kann man schon kaufen, jetzt... Vielleicht schon fast nicht mehr für den Preis. Ja, wahrscheinlich. Wobei, also ich meine, günstiger wird die auch nicht. Nee. Ihr könnt ja mal euch ein paar OCG-Decklisten von Kash Tirah reinziehen, wie oft die Karte dort gespielt wird. Ich habe sehr oft zwei gesehen. Dennoch hat die Karte halt, die hat immerhin vier Prints, wobei die anderen nicht wirklich günstiger sind. Wir haben noch die Common aus dem, was ist das, Structure Deck Master of Pendulum. Klar, könnt ihr auch die Common spielen, so. Ja, denkt drüber an. Also, wenn ihr das Deckthema spielen wollt, klar. Ansonsten. Hast du recht. Aber das letzte Mal haben, glaube ich, ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, warum man diese schlechte Karte spielen sollte. So, und ich sag's halt, wie gesagt, wie Dennis das auch gerade schon gesagt hat: Schaut ins OCG. Die wurde da gespielt. Ne? Das ist die einzige Präferenz, die wir momentan haben. Deswegen sollte man sie zumindest ernst nehmen. Ob sie sich am Ende durchsetzt. Das weiß natürlich keiner am Ende, deswegen müssen wir uns überraschen lassen, aber könnt ihr gerne noch in die Kommentare schreiben, was ihr von der Karte haltet. Und dann haben wir nochmal Instant Contact, einfach mal um zum Vergleich zum letzten Mal. Die Karte kostet jetzt knapp 10 Euro, finde ich immer noch einen soliden Preis. Ist natürlich ein bisschen hochgegangen, das letzte Mal so 7, 8 Euro. Aber ich finde immer noch ein solider Preis und ist genau das Gleiche. Weiß man auch nicht, ob sie sich durchsetzt, aber dafür, dass es halt eine Hauptset Secret Rare ist aus Power of the Elements, wenn sie gespielt wird, schnell bei 20 Euro. Wenn nicht, dann halt wieder 7, 6, 7 Euro, ne?
genau so. Gut, dann Dennis, Himmelsjäger, Ass, Ray, dein Part. Die Ultimate Rare aus dem OTS Tournament Pack 20. Zum Release des OTS Tournament Packs ging die Karte so ihre 100 Euro plus, dann relativ zügig auf 90 gedroppt, dann 70, 75 und dann dachte ich mir schon so, oh, eigentlich ein guter Moment, um sich so ein Playset ranzuholen. Also ich meine, Fan-Favorite-Deck-Thema, eine der letzten wenigen Karten, die, wo sozusagen der Ulti-Print noch fehlt. Ich glaube, Zecke hat auch noch keinen, ne? Sieg, wenn jemand Zecke. Die hat auch noch keinen Ulti-Print, aber ansonsten Ray, ne, mit dem neuen Support, der auch angekündigt wurde, dachte ich, dass die Karte sich vom Preis her ein bisschen stabiler hält. Nix da. Guckt euch das mal an. Ihr kriegt die ersten Kopien schon für 55,99. Was einfach mal ein echt guter Preis ist für erstens eine Ulti und zweitens so ein beliebtes Deckthema. Das erste Playset, ja, sieht dann schon wieder ein bisschen anders aus und war hier bei 72,89 das Stück, aber das müsst ihr ja gar nicht machen. Ja. Wenn ihr euch einfach nur die ersten drei Kopien oben kauft, plus Versand, seid ihr viel günstiger als die 72,89. Hier, Finanztipps mit Liti, Vi und Julio. Ist so. Aber davon abgesehen, ne, also gerade die Skystriker-Ultis, wenn man sich so Kagaris mal angeschaut hat, also ich könnte mir vorstellen, die Karte in 2 Jahren 200 Euro als Ulti. Ja. Oder also, ja, sagen wir mal so zumindest 120 bis 150 in diesem Radius, zumindest. Also das safe, aber ist schon krass. Ja, finde ich auch sehr günstig, wenn man es mit den anderen vergleicht. Aber für den Moment natürlich auch nicht so spielstark, das Deck, das muss man auch sagen. Klar. Gut, wir sind durch, Dennis. Wir waren heute insgesamt wieder unsere 30 Minuten. Das ist ja unsere Standardzeit so ein bisschen, die pendelt sich ein, ohne auf die Uhr zu gucken. Wurde ich das letzte Mal geschimpft, ich soll nicht immer auf die Uhr gucken. Ich habe es nicht gemacht, wir sind trotzdem gleich fertig, ja. Deswegen vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hat mir wieder große Freude gemacht. War spaßig wie immer. Und ja, mir auch vielen Dank. Gerne und vor allem war das vermutlich auch, will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, der letzte Market Watch für das Jahr 2022. Der nächste ist vermutlich dann für das Jahr 2023, denn das Jahr neigt sich langsam dem Ende. Deswegen ne, vielen Dank für den Support und dass ihr dieses Format so durchs Jahr tragt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.